grüße euch heute wieder Wander mit Helmut. Wie angekündigt, die Sommerpause ist vorbei und das haben wir gleich so Glück, dass heute gleich ein bisschen Niederschlag ist. Die Temperaturen sind deutlich unter 20 Grad. Und wir sind hier oben da, wo einst die Württemberger Könige einst jagten und wollen jetzt zum Bärenschlössle und anschließend dann noch bei der Solitude vorbeigucken. In diesem Sinne, viel Spaß beim virtuellen Mitwandern. So Leute, also wir sind jetzt schon gut und gern 600 Meter gelaufen. Erste Schweißperle auf der Stirn haben sie hier eingestellt. Wir stehen hier am Rotwildpark auf unserem Weg zum Bärensee. Es ist etwas rar mit den Tieren, die sich hier zeigen. Der Herbert hat sich schon angeboten, dass er hier eine Wildsau machen könnte, stellvertretend, aber haben wir abgelehnt. Gell? Wir wollen, ja. Sonst hat man ja Ärger nachher, wenn man so Klischees, ihr kennt ja die Geschichte vom Häuptling Winnetou und so weiter und so weiter. Wollen wir nicht. Gell? In diesem Sinne geht's weiter. Jetzt haben wir ja doch noch einen Hirsch gesehen, einen kapitalen 24 Ender, wer es glaubt, wird nicht selig, sondern das ist halt so. An dieser Stelle muss ich sagen, vielen Dank an meinen Wanderkamerad und virtuellen Freund, der Günter Weiner, der mir diese Wanderung hier empfohlen hat. Günter, tolle Geschichte, vor allem die Empfehlung nicht bei schönem Wetter und nicht am Sonntag, weil hier die ganze Sturgerter sind und heute ist uns noch fast niemand begegnet. Liebe Leute, zum finalen Ende jetzt noch ein kleiner Besuch hier oben auf Schloss Solitude. Hier ist tote Hose, kann ich euch sagen. Die Fensterläden sind zu. Ich glaube, es kann sich keine Sau leisten, das Ding zu unterhalten, geschweige denn in der Zukunft zu heizen. War ein wunderschöner Tag. Noch einmal mein herzlicher Dank an den Günter für die Wanderempfehlung. Und vielleicht sehen wir uns demnächst mal so richtig live und echt.